Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory mitten im Dschungel mit dem Kollegen Fleischhammer und hoffentlich bitte diesmal bitte. Ohne Abstürze. Bitte. Wäre total schön. Guten Tag. Bitte. Oh, ich habe dich getroffen. Das tut mir leid, ich bin auf die Taste gekommen. Nein, nein. Wie hat er so um die Ecke zu? Sorry. Ja, wir haben ein bisschen was probiert. Also, ich meine, die meisten Sachen waren ja schon. Also, Fleischhammer wird sich hoffentlich nicht mehr die Prozessorauslastung, ich meine, gesagt, die Stromauslastung angucken. Das ist ein so Ding, was anscheinend grundlegend zu Problemen führt. Was wir auch noch gemacht haben, ich habe im Livestream, als Multiplayer gar nicht ging, hatte ich die Network Quality auf Ultra gestellt oder sowas in Option. Das habe ich jetzt mal auf Mittel gemacht, genauso wie der Kollege Fleischhammer, mit der Hoffnung, dass es jetzt einwandfrei läuft. Dass da der auch vielleicht. Genau. Dann kam so Tipps und so, hier in deinem Video hast du Bildfehler drin, dein PC ist doch irgendwie kaputt. Nein, Leute, im Moment macht YouTube leider ein bisschen Probleme und haut das ein oder andere Video mal kaputt. Das ist nicht in der Originalaufnahme, das hat damit nichts zu tun. Und es sind ja auch einige Abschutzprobleme bei den Entwicklern bekannt. So, jetzt sind wir aber weg vom Problem, weil jetzt läuft das Spiel perfekt heute. Habe ich jetzt einfach mal beschlossen. So sieht's aus. Und wir werden je nach jeder Aufnahme abspeichern, weil das Spiel nur alle 5 Minuten speichert. Unbedingt. Kann so, man das nicht runterstellen noch sozusagen, dass da... Die Save Time? Das ist eine sehr gute Frage, habe ich keine Ahnung. Also pass nicht. Auf. Wo waren wir denn? Was für ein Ziel war denn für uns? Der Ziel sind die schnelleren Bells erstmal. Aber da haben wir nichts ausgewählt oder mussten wir oben... Wir haben da nichts ausgewählt. Das hier, das hätte ich immer ausgewählt, so. No? Was? Achso, ja, hast du. Genau. Logistik-Mod. Ja. Können wir machen. Ja, so gut, dann haben lass wir. Uns... Sachen reinhauen. Was brauchen wir denn hier? Was haben wir hier? Das ist Sprit, das ist Quatsch. Rods. Wo sind versteckte Platten? Ich habe auch keinen Überblick mehr, wo was genau. Hier ist. Links neben dir. Links neben dir, neben dem. Und das nächste ist die 65 hier. Die habe ich diese. Ich habe übrigens diese Dinger dabei. Ich habe diese Rotoren schon einstecken. Diese Ruckler, die ich in der Aufnahme habe, das liegt daran, dass ich das Spiel hoste. Auch nochmal als Tipp für Leute, die sagen, es liegt irgendwie am Rechner. Ich hoste das Spiel und dadurch kommt es zu Nachladerucklern, wenn zum Beispiel der Fleisch schon mal joint im Spiel. Und oder. Wenn er halt irgendwie. Wenn ich Sachen mache, weiter weg als du oder so. Ja, vielleicht? Kann durchaus sein. Ja. Wir gucken mal. Ich hoffe, dass es am Netzwerkcode lag oder dieser Qualität. Ich verstehe sowieso nicht, dass man in 2019 hier sowieso sowas noch einstellen muss, weißt du? Ja, komisch. So, ein bisschen was habe ich schon mal reingelegt. Jetzt kommen wir wieder im Moment, wo wir nicht mehr miteinander sprechen. Das ist kein mehr. Ja, und hier ist wieder chillig. So, warte mal. Ich guck mal eben mal nach ein bisschen mehr Eisenerz. 64 Meter, ach warte, Tiger. Wo ist dein Kupferdraht da hinten? 170, da. Hoffen wir, dass es jetzt. 100 Meter. Ah, hier sind Kabel und Dings drin, gut. 100. Und was brauchen wir hier? 1000. Ein ziemlich anspruchsvolles Spiel. Genau. Die Sache also, ist, die Logistik mod die Schichten. Ja. Also diese komischen, na, Bells kosten ja dann auch irgendwas. Kann man dich hier schon sehen? Nee, ne? Aber gleich können wir sehen. Die kosten verstärkte Eisenplatten, die schnelleren. Kosten verstärkte Eisenplatten, also müssten wir uns eigentlich darum kümmern, dass wir da mehr verstärkte Eisenplatten machen, damit wir, genau. Damit wir die also ist das Problem, sind Schrauben. Wir haben den, warte mal. Ja? Haben wir einen zweiten Computer analysiert? Weil ich kann jetzt hier bei der Analyse kann ich auswählen, was gemacht werden soll. Und jetzt nee, ist vielleicht hat er das überschlagen oder so. Das kann sein. Ah, das ist heute noch gar nicht klar. Also ich kann nämlich das Rezept jetzt wählen mit Schrauben aus Eisenbarren direkt. Schrauben aus Eisenbarren direkt? Genau. Na guck, sie sagt es auch gerade, oder? Müsste auch hören. Ich höre auch was. Salvaging more hard drives will provide additional alternate recipes. Schrauben aus Eisenbarren direkt. Da kannst du nämlich deine Produktionskette sparen. Kannst du schon mal einplanen. Ich mach das jetzt gleich fertig. Ich muss nur forschen. Achso, er macht's gerade noch. Wo haben wir denn mal Eisenbahn hier irgendwo reine? Um mal 50 Stück hier hinten. An der Schmelze. Habe ich mir geklaut. Ja, das mache ich jetzt gerade. Das wird er direkt erforschen, weil der braucht dazu das Shuttle nicht. Das ist ja diese Erforschungsgedöns. Ah doch, wir brauchen das Shuttle, 649. Du kannst schon mal einplanen, dass du direkt aus Eisenbahn Schrauben herstellen kannst, ohne Rods davor zu machen. Ja, genau.
Das heißt, ich könnte das direkt, ich könnte aus einem, könnte ich drei machen. Zum Beispiel. Ich könnte aber trotzdem auch noch aus Rods die machen, ne? Du kannst trotzdem machen, aber es. Also, ja. Aber jetzt für unsere Dingsproduktion, für unsere. Du wolltest ja die verstärkte Stahlplatten erhöhen, ne? Mhm. Da würde es Sinn machen, wenn wir dann zum Beispiel das halt direkt machen. Ja, ja, klar. Klar, klar, klar. Nur jetzt habe ich so viele Rods. Die müssen ja irgendwo hin. Also komm mal kurz zu mir. Ich würde mal hier. Würde ich mal die. Das Förderband MK2 ersetzen. Das kann man nämlich direkt machen. Muss nur das Förderband angucken. Ja, aber nicht. Genau, das. Das, ja. Und dann müsste der nämlich hier schneller die Schrauben. Ein bisschen. Müsste er nämlich schneller die Schrauben reinhauen und somit auch praktisch hier immer auf Anschlag sein. Genau. So, das jetzt würde ich sagen, scannen wir mal nach so einer fiesen Schnecke. Dann übertakten wir nämlich dieses Plattenkabinett hier, weißt du? Ich würde mal nach einer Schnecke suchen. Ja. Oder? Genau, das ist cool. Dann, ich würde nachdenken. Hast du noch so ein. Dann bist du wenigstens still. Entschuldigung. Quatsch. Achso, warte mal jetzt. Genau, jetzt Kuh. Entschuldigung. Ich muss nachdenken. Jetzt hier. Nee, die Treppen, Logistics. Ja. Förderband. Kostet mich. Die normale. Das war ach, die ist ja, oben auf dem Bogen. Eins. Okay, ich rede nicht. Die ist oben auf dem Bogen, ist eine. Ich hole mir die. Die ist wieder so, da. Warm. Das Spiel ist eigentlich nicht kommunikativ, ne? Das ist schwierig. Ja. Nee. Nee. Mike da so? Also wir können es noch nicht machen mit den Schrauben, aber wir bauen es gleich um in 4 Minuten, wenn das Wessel da zurückkommt, dann können wir das machen. Hier oben ist übrigens nochmal Eisen, ne? Hier ist ein Eisenvorkommen, wo ich gerade bin. Und ein reines Eisen, also auch würde gut Eisen geben. Wo bist du? Ach, da hinten, ja. Ja, hier sind 2 Stück sogar. 120 Meter. Ja. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Scheiße. Aber ich kann nicht weiter nachdenken, wenn du noch weiterredest. Verdammt. Ich brauche einen Überblick irgendwie. Ich habe keinen Plan gerade. Das ist gut. Ja, das Problem ist, wenn wir weiter so chaotisch jetzt bauen, wird es später nicht einfacher wahrscheinlich. Also das jetzt. Na gut, jetzt könnte ich überlegen. Ich könnte überlegen, ob wir das jetzt sozusagen anders machen. Überhaupt nicht. Was sagst du? Nee. Das Spiel ist eigentlich nichts für die Zeit, wo wir beide gearbeitet haben und müde vorm Rechner sitzen. Ja, genau. Oh nein. Warte, ein bisschen hier hochgekommen, ohne abzustützen. Ein bisschen Respekt. Ah, war schwierig. Gleich regnet's Minjas oder ich schaff's bis zur Schnecke hier hoch. Also wir machen da Dings. Wir machen da. Der macht einfach. Dann kriegt ein Kabel und die Dinger hier. Necki, ich hole dir. Da sind Stein und Stein. Eisen. Was ich niedlich fand, da hat einer geschrieben, es kommen immer wieder Leute, die mich noch nicht kennen, ne? Und dann haben sie irgendwie geschrieben, ja, ich soll nicht so viel Fotos machen oder so. Der Schmerz geht vorbei. Irgendwann, schreibt ihr das nicht mehr, macht ihr keine Sorgen. Ihr müsst euch damit abfinden. Das ist ja der Punkt. Das ist Abfindung. So, jetzt muss ich die Schnecke nur holen. Ist doch geil, grüne Elektroschnecke, oder was ein Name? Wer hat sich das für Übersetzung ausgedacht? Hast du mal eine grüne Elektroschnecke? Ey, kennst du das echt nicht aus wie Futurama, ne? Nein, nein. Ich muss auch sagen, ich habe Simpsons habe ich intensiver geguckt als Futurama. Da war so. Aber ich hatte so eine Zeit. Das ist eine Coolie-Landschaft von hier oben. Ich könnte die ganze Zeit stehen und mich erstmal umgucken, was hier so alles Mike gibt. Ori, guck aber unsere halbfertige Fabrik an hier, die ja eigentlich noch gar nichts kann. Jetzt muss ich echt überlegen. Ja gut, im Moment macht die Grundkomponenten. Also eigentlich musst du das wegführen. Nur. Es wäre eigentlich sinnvoll, wenn wir die Produktion, die Lagerung irgendwie... Weißt du, so habe ich es im Livestream gemacht. Da habe ich praktisch... produziert und mir die Sachen raus. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, sich Rods rauszuziehen. Ne? Also ich sag Rods, also Eisenstäbe. Naja, du kannst die ruhig Rods nennen, nächstes Jahr auch. Rauszuziehen heißt was?
Nee, dass du die fertigen Produkte in ein Lager machst, dass wir eine lange Strecke machen, wo das Ding dann irgendwann mal eingelagert wird. Ja, ja, das habe ich. Ich habe ja hier eine Lagerung für Rods beispielsweise und auch eine Lagerung für Platten. Für Eisenplatten, da. Das geht hier direkt in die Geschichte verstärkte Platten und in die Geschichte Rotoren. Genau, aber du brauchst zum Beispiel Eisenplatten brauchst du nicht lagern, weißt du, brauchst du nicht rausziehen in irgendeiner Form, an wo du extra ran musst. Verstehst du, was ich meine? Also Eisenplatten zum Beispiel hast, da haben keinen Sinn. Oder doch, für Förderbänder brauchst du. Ja, doch, du hast recht. Ja, aber jetzt ja nicht mehr. Jetzt haben wir ja das MK2-Förderband hier. Dann ist jetzt müssen sie ja direkt verarbeitet werden. Also eigentlich müssten wir alle Platten direkt in verstärkte Platten umwandeln. So, sag ich jetzt mal. Klar, alles kostet irgendwie so ein Splitter. Kostet was stellen ja auch wir noch. Denn hier rechts her? Eisenplatten und so. Ja, ah, hier sind Schrauben. Unnütz, ja. Können wir nicht zum Beispiel unnütz. Jetzt hier... Guck mal, kann ich das mal austauschen? Komm mal zu mir. Weil hier werden aus Eisenbarren werden hier Rods hergestellt und dann daraus Schrauben. Dann kann ich doch eine Maschine rausnehmen. Das erspart uns Energie und... Ne? Wenn du die jetzt rausnimmst, dann... Moment. Welche willst du rausnehmen? Wo ich stehe, haben wir einen Constructor, der macht aus Eisenbarren Rods und ja. Aus den Rods wiederum wieder einen weiteren Constructor macht er Schrauben. Genau. Da wir jetzt gleich das Rezept haben in 10 Sekunden, würde ich dann das Ding verkürzen. Würdest du einen wegmachen, ja, genau. Genau, genau. Aber macht es denn nicht Sinn sozusagen, dass wir dann sogar den einen, den wir wegmachen, in einen Schraubenumwandler umwandeln? Oder reicht denn die Kapazität oder der Druck aus der Schmelze nicht aus? Weißt du, wie ich meine? Dass da nicht genug... Du willst aus dem, den wir weg... Ah, dass genügend Barren nachgeliefert werden, meinst du? Genau. Was willst du aus dem Barren noch machen, außer Schrauben? Ja, dann nur Schrauben erstmal. Ja gut, aber das müsste doch... Lass uns probieren. Wir brauchen ja noch mehr Schrauben. Guck mal, ich nehme mal den hier... Ich nehme jetzt den mal raus hier. So, jetzt ist er weg. Hat er keine Chance mehr, sich zu wehren. Wären. So, und jetzt stellen wir das Ding. Erstmal sollen wir das abbrechen. Jetzt stellen wir das Ding um auf Schrauben alternativ. Stell ihn doch gleich irgendwie schön hin. Hab ich. Na ja, gut, der kommt doch hier aus dem Splitter raus. Soll ich den. Ja, dann kannst du den auch wegnehmen. Vorstellen, meinst du? Ja, dann halt so, dass er gleich in Richtung Norden auswirft. Okay. I do so, madam. Darm? Oh, da steht noch so ein Pillar. Und dann machen wir hier ein Logistik. Quatsch. Constructor. Ich doof. Ah, Produktion, ja. Ein Constructor, der direkt in Flucht mit dem anderen ist, ne? Ah, geht wohl schon. Wahrscheinlich. Ah, ist falsch rum. Bisschen ah, so. So. Ne, so geht's. So, und jetzt soll ich das Förderband direkt verbinden. Ist ein bisschen schade, dass das hier so... Was ist hier passiert? Warum? Okay, ich korrigiere das mal gerade. Hier, ja. Das kannst du machen. Das können wir auch komplett. Warte mal. Ich mach mal mit, ganz kurz. Genau, du hast rausgenommen. Dann nehmen wir das Ding weg hier. Und den auch gleich weg. Warte kurz. Okay. Dann lass es gleich richtig machen. Genau, dann machst du weg. Okay. So, hier raus. Genau. Und der muss gesplittet werden. Also die Schmelze muss direkt das Eisen in zwei Konstruktoren geben. Nämlich einmal muss er Rods herstellen aus der Quelle und einmal Schrauben. Nee, Rods brauchen wir gar nicht herstellen. Aber der muss doch hier gehen Rods rein in der Maschine, oder nicht? Ja, aber die können doch... Ah, den brauchen wir auch nicht. Der macht auch Schrauben. Genau. Machen wir drei Schrauben. Wo leitet er das hin? Probieren es einfach mal aus. Ah, leitet hinten. Da drüben hin. Okay. Okay, cool. Ja gut, dann können wir das doch direkt hier aufsplitten. Da haben wir ganz schön viel Lücke. Nee, da ist doch ganz... Ah, du willst dreimal Schrauben machen? Ja. Oh Gott, ob das langt? Ja, ich weiß auch nicht, aber... Okay, warte mal. Let's try it. Ich habe verstärkte Platten. Direkt schnell, oder? Ja, direkt schnell. Unbedingt schnell. Okay, warte mal. Dann. Den Splitter machen wir denn hier irgendwie? Warte mal, den kann ich ja dann gleich schon aufleiten. Ich würde den mittleren verbinden. Mit schnellem Band. So, ne? Die mittleren mit schnellem Band, ja. Ja. Würde ich jetzt erstmal hier so rüberziehen. Ich hoffe, dass das eine Flucht ist. Aber warte, ich kann ja auch hier erstmal den Dings hinstellen, so.
dann kannst du da rein. Okay, ja. Okay, und dann direkt mit Dings weiter, ne? Mit dem MK2. Achso, den brauchen wir gar nicht, den später nochmal. Quatsch. Ne, den brauchst du nicht. Nee. Oh, ich stehe im Band. Also, wie hast du das gemacht? Abgebaut, oder? Ich hab's wieder abgebaut, ja. Ich muss mir auch mal die Dings umlegen hier, dass ich die Börder-Förderbänder, die mache ich mir mal. Ach, ich muss auf alternativ. Wir bauen nur noch mit schnellen, oder? Oder ist das zu viel Material, was am Anfang weggeht? Wir müssen, das ist genau der Punkt. Ich will ja gerne nur auf schnelle umsteigen, sozusagen. Ich hätte jetzt gerne noch einen Konstruktor, oder wahrscheinlich bräuchten wir zwei, die nur. Oh, ich sehe. Die nur diese guten Platten herstellen. Die guten? Die guten. Gute Ute. Dann stelle ich den um auf Schrauben alternativ. Ah, hast du schon, da fehlt nur der Power. So, Power ist da. Und jetzt geht es los. Jetzt müssen wir mal kurz, gehen wir kurz hoch hier. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das langt. Ach den so, Turm, nee, den Turm mache ich mal weg, oder? Nee, lass mich mal, ich wollte ihn gerade benutzen gerade mal. Aber dann lass uns doch hinten das. Achso, einmal geht der in den Dings rein. Okay, verstehe. Immer behalten wir. Aber guck mal, das langt nicht ganz. Ich kümmere mich mal um die weitere Forschung. Du machst das hier fertig. Und ich gucke mir das mal mit der Forschung da hinten an. Ja, genau. Langt nicht, nee. Da kommt immer dit. The crystals on this slug can be harvested and converted. Also müssen wir die Slugs haben, damit der besser schmelzt. Na ja, gut, wenn wir die mal aufhören. Ja, der hat erklärt, sie erklärt uns gerade, dass wir die grünen Schnecken verwenden können, um diese Maschinen zu übertakten. Warte mal, man hat doch irgendwo Kohlekraft, das müssen wir auf jeden Fall auch angehen, weil Power wird dann, weil ich habe keinen Bock mehr Biosprit herzustellen, verstehst du? Ja, ich würde sagen, wir teilen uns da so ein bisschen auf, oder? Genau, dass ich mich um die Kohle kümmere. Genau, ich mache einen Kohle. Ich mache einen Kohle. Genau, ich habe das Gefühl, dass du manchmal übersteuerst. Entschuldigung, ich bin schon wieder nah dran. Okay. Sorry. Und es gibt hier direkt, wir können sogar direkt Convoyer Belt 3 machen. Und Lagercontainer Mod 2. Aber weißt du, was wir als nächstes machen? Wir machen erstmal hier den Xenobasher. Weil das Ding hilft uns auf jeden Fall. Hilft uns auf jeden Fall, hier ein bisschen uns besser verteidigen zu können, weil die Viecher, die hier manchmal rummachen, die sind schon ganz schön hart. Ja. Oh Gott, das gut, dann kümmere ich mich um Kohle und mache irgendwo ein Energieversorgungsgedöns hin. Ne? Okay, hier haben wir 45 von den verstärkten Platten, die brauchen wir aber gar nicht. Wir brauchen jetzt Rahmen. Rahmen stellen wir noch nicht her, oder? Nee. Das ist ja das nächste Ding. Für Rahmen brauchen wir ja auch diese verstärkten Platten, richtig? Oh, muss ich jetzt nachgucken. Kabel brauchen wir 200. Und wir brauchen 1500. Doof. Okay. Ich glaube, Kohle und diese Logistik mit den Fahrzeugen zu verbinden. Wobei ich es langfristig besser halte, wenn wir mit Convoyer Belts arbeiten. Förderbändern. Ja, ich denke auch. Ich weiß, irgendwann wird es ja so Harvester geben oder irgendwas, die uns da Spulen, ne? Motoren hier. So, und verstärkte Rahmen sind verstärkte Eisenplatten und Rods. Oh ja, also verstärkte Eisenplatten müssen wir bauen, weil das für die ganzen Förderbänder brauchen wir auf jeden Fall mehr. Also die verstärkte Eisenplattenproduktion muss mal richtig vorangehen. No. No. Ja, mo. 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 Dann klaue ich mir mal die 50 hier. Mach die mal händisch. Achso, was will er noch Rods haben? Wie habe ich noch Rods? Sag mal, diese. Kriegen wir irgendwann mal, du warst ja schon ein bisschen weiter gespielt, so eine Art Anzug, damit wir diesen Gas.
Ja, es gibt eine Gasmaske, ja. Eine, ich glaube, 6 oder. Wir könnten jetzt uns. Der Aufzug hat ja noch weitere Sachen freizuschalten, ne? Also die nächste Stufe wäre dann, dass wir praktisch die letzten Tiers da freischalten. Mhm. Also da gibt es auch eine Gasmaske. Wobei, da habe ich schon gelesen, hier ist im Moment noch ein Bug drin, dass das nicht auf dem Fahrzeug greift. Also wenn du auf dem Fahrzeug fährst, schützt sich das Ding praktisch nicht vor dem Gas. Ah ja, okay. Milestone reached. R&D inflated your pocket dimension. So, neue Rüstung, neue Ausrüstung. Mach ich uns mal 2 schöne Laserschwerter. Schwerter. Aber das ist die falsche. Ja. Das ist die richtige. Xenobasher. Willst du mir an dem Ich suche jetzt nämlich so ein Slurp-Ding hier. Ich versuche ihn zu finden. Kabel und Kupfer. Muss ich mir mal holen. So einen grünen. Scannst du gerade ein, oder wie? Ja, genau. Mhm. Boah. Ich glaube, Kupfer müssen wir noch an den Start bringen. Noch mehr? Ja, ich bin mir nicht sicher, was wir noch für wahrscheinlich haben. Wahrscheinlich später brauchen wir mehr noch. Also es gibt auf jeden Fall noch verbesserte Strommasten. Falsche Werkbank. Es gibt noch verstärkte Strommasten. So, warte mal. Ich habe 2. Bist du hier unterwegs oder bist du bei mir? Sonst ich bin mir weit weg. Bin weit weg. Dann mache ich einfach 2 neue. Wenn ich lege mir die Kiste. So. Mal 4. Und dann brauchen wir verstärkte Rahmen. 10 Stück. Ich finde, dass sie die Werkbänke getrennt haben, finde ich irgendwie sinnlos. Und das langt nicht, weil mir die verstärkten Platten nicht reichen. Ich habe so eine Art Sphäre gefunden mit. Ich weiß nicht, was sie kann. Du hast eine Sphäre gefunden, so eine rote? Nee, das erinnert mich an einen Doom-Gegner. Aber die bewegt sich nicht. An einen Doom-Gegner? Ja, innerhalb von ganz vielen dicken Pilzen. Okay. Mir geht's aber gut. Ja, nur Pilze im Einsatz. Mhm. Have fun. Ja. Also, 10. Scheiße, das bringt hier alles nichts. Kann sein, dass es unter uns hier eine Höhle gibt und ich da diese Signale herkriegen. Boah, ich habe den Scanner bis auf diesem Let's Play nie richtig verwendet, deswegen kann ich das überhaupt nicht beantworten. Ja, wird schon sein, denke ich mal. Ah, wie viel brauchen wir? Ich glaube 5, ne? Oh nein. Oh nein. Ich glaube, ich mache ab. Was brauchst du? Ich glaube, ich sterbe. Nicht sterben. Don't do this. Don't do this. Don't die. And you die. Die Pilze leuchten. So. Hast du eine Pflanze, die ich essen kann? Ich habe einen zweiten Xenobasher hergestellt. Und wie das Ding aussieht und wie der Fleischhammer sich darüber freuen wird, das seht ihr alles in der nächsten Folge. Von Satisfactory. Ja. Danke, Spiel, dass du nicht abgestürzt bist. Das nimmt uns echt wieder ein bisschen nicht Bescheid. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen und etwas in die Kommentare zu schreiben. Und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn alles gut wird, hoffentlich. Macht's gut, bis dahin. Ich auch. Tschüss.